Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Haus ist sich jedenfalls in den demokratischen Fraktionen, glaube ich, einig darin, dass Diskriminierung aufgrund von Herkunft, aufgrund von Religion, aufgrund von Geschlecht oder sexueller Identität inakzeptabel ist. Unsere Gesetze, unsere Verfassung sind an dieser Stelle auch sehr klar. Zu den Kritikpunkten an dem vorgelegten Gesetzentwurf der Grünen ist viel gesagt worden. Ich kann mich der Kritik nur anschließen, wenn wir bei Artikel 8 sehen, dass hier eine Beweislastumkehr zu Lasten der Träger öffentlicher Gewalt erfolgen soll mit der sogenannten Vermutungsregelung, dann drückt es doch ein tiefes Misstrauen gegenüber den bayerischen Beamtinnen und Beamten aus. Eine solche Beweislastumkehr kann der Landtag, wenn er bei Verstand ist, nicht beschließen. Artikel 13, das Antidiskriminierungskonzept, das klingt erstmal schön, wird aber in den Behörden in Bayern zu einem großen bürokratischen Mehraufwand führen. Man stellt sich vor, dass jedes bayerische Amt im ganzen Land Antidiskriminierungskonzepte erstellen und implementieren muss. Ich glaube, da haben die bayerischen Beamtinnen und Beamten Besseres zu tun. Artikel 16, die Landesantidiskriminierungsstelle, auch hier gut gedacht, allerdings mit 10 Millionen Euro doch ein erheblicher Kostenfaktor, dessen Nutzen man erstmal rechtfertigen muss. Ich möchte mich aber an einem Punkt aufhängen, jetzt vor allem mit der Argumentation, der bisher noch nicht groß genannt wurde oder jedenfalls nur gestreift wurde, nämlich das Verbandsklagerecht. Ein Verbandsklagerecht haben wir in Deutschland ja seit einiger Zeit bezogen, beispielsweise auf den Umweltschutz. Auch da macht dieses Verbandsklagerecht hin und wieder Probleme, weil sich regelrechte Abmahnvereine gegründet haben, die ein Geschäftsmodell daraus gemacht haben, mit Abmahnungen entsprechend Unternehmen zu gängeln und dabei Geld zu verdienen. Es ist aber begründbar deswegen im Naturschutz, weil die Natur nicht selber klagen kann. Das heißt, wir schützen hier durch das Verbandsklagerecht ein Rechtsgut von, in dem Fall der Natur, die nicht die Möglichkeit hat, es für sich selber einzuklagen. Genauso wäre es beispielsweise im Tierschutz begründbar. Wenn wir aber über den Schutz von Rechten von Menschen reden, ist dieses Argument nicht mehr da, denn jeder Mensch hat das Recht, für sich selber zu klagen, wenn er denn in seinen Rechten beeinträchtigt ist. Ein Beispiel: Wenn mein Nachbar seine Hecke über den Zaun wachsen lässt, habe ich als Bürger das Recht, dagegen zu klagen. Wenn es mich aber nicht stört und ich es unterlasse, würde ich nicht wollen, dass ein Verein, ein e.V., durch die Nachbarschaft zieht, guckt, wo die Hecken ungerade wachsen und dann dort Klagen führt zugunsten von Menschen, die das vielleicht gar nicht wollen. Das Prinzip, wo kein Kläger, da kein Richter, ist ein gutes Prinzip, weil es unsere Justiz auch vor einer Überforderung bewahrt und weil es eben dazu führt, dass nicht durch organisiertes Querulantentum hier wir permanent Prozesse führen müssen. Deswegen ein Verbandsklagerecht ist aus meiner Sicht neben den genannten Punkten das wesentliche Argument, warum dieser Gesetzentwurf abgelehnt werden sollte. Wir sind gespannt auf die weiteren Beratungen, aber sehen das jetzt in der ersten Lesung mal mit sehr vielen Kritikpunkten. Die nächste Rednerin ist für Bündnis 90 Die Grünen die Kollegin. War das ein Zeichen? Eine Zwischenfrage. Entschuldigung, Herr Kollege Hagen, bitte nochmal. Der Herr Kollege Atschei hat eine Zwischenfrage. Ja, lieber Kollege Hagen, nachdem jetzt quasi alle Vorredner Sie auch ja immer wieder darauf gehen und sagen, dass es ja Möglichkeiten gibt, oder mit der Beweislast, also Sie reden von der Beweislastumkehr und dass quasi hier